Nein! Okay, das war wohl definitiv die falsche Taktik. Oh Mann! Ich glaub's nicht. Ich hab keine Granaten mehr, klar. Ha! Jetzt aber. Was ist los mit euch? So. Na komm. That did it. The pulse generator overloaded. Nein, und schon, ach komm. Verdammte Kacke. Aber das war ein guter Ansatz. Wo kommst du denn her auf einmal? Keiner mehr über? Scheint fast so. Da erstmal alles einsammeln, was geht. Wo ist der Ausgang? Genau hier. Nein! Oh Mann. Oh, aber es hat gespeichert, alles klar. Das sind also drei Pulsgeneratoren, alles klar. Erstmal laufen. Puh. So, puh. Hier geht's weiter, alles klar. Der Bungee ist noch da. Durch die Tunnel, okay. I located the Pillar of Autumn. She put down 1200 kilometers up spin. Energy readings show her fusion reactors are still powered up. The systems on the Pillar of Autumn have failsafes even I can't override without authorization from the captain. We'll need to find him before his neural implants. To start the fusion core detonation. One target remaining. Let's take care of the final pulse generator. Okay, das machen wir auch. Durch die Tunnel. That tunnel leads to the next section of canyon. The final pulse generator we need to destroy is through there. Okay, wir fliegen durch die Tunnel. Was ist das?
Okay, das ist wohl so gemacht, dass ich hier nicht mehr durchfliegen kann. Na, große Klasse. Hat der wenigstens gleich eine Waffe verloren? Nee, hat er natürlich nicht. So. Na, lass den mal stumpf da gegen die Wand laufen. Tut er immer noch. Okay, der soll uns nicht stören. Okay. Puh, hier ist echt ganz schön was los. Ich bin mich voll am Konzentrieren hier die ganze Zeit. Nein! Oh Gott, ich bin so schlecht vorbereitet. Das gibt's gar nicht. Okay, gut. Schritt Nummer 1. Ja, klar. Okay, schauen wir mal. Ich muss da rüber. Na komm, diesmal muss ich es einfach schaffen. Oh, schau dir den Bastard an. Na komm. Okay, Medipack, alles klar. Die ist wieder voll. Granaten, Munition. Perfekt. Naja, nicht perfekt, aber so lässt sich's jetzt weiterspielen.
Plattform, alles klar. Wo kommen wir hier raus? Ist ja klar, beim nächsten Kern. So schlau bin ich auch, aber wo genau kommen wir hier raus jetzt dann? So, da ist die nächste Tür. Und da ist wieder Schnee. Alles klar. Da oben, was ist das? Ah, nur ein Licht, okay. So, jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich da am besten ungesehen nach oben? Wie schnappe ich mir am besten so ein Bungee? Wahrscheinlich gar nicht mehr, weil mich der gerade gesehen hat. Na komm, wir schnappen uns jetzt so ein Bungee-Ding. Ja, alles klar. Ich komme da schon irgendwie hoch. Ich weiß nur noch nicht so genau wie. Ich war hier schon mal. Es gibt hier irgendwo ein Bungee, ich weiß es. Ich habe nur keine Ahnung wo. Ah, toll, eine Sackgasse. Ich brauche ein Bungee. Leck mich doch. Ich würde gerne ein bisschen schneller rennen können. Wäre sehr schön. Zwei Granaten, alles klar. Irgendwie muss ich da hoch da hinten. 320 Meter, 300 Meter. Alles klar, ich bin immer noch falsch, das ist auf der anderen Seite vom Berg. Wie komme ich da also am besten hin? Das Beste oder Sinnvollste wäre natürlich, sich so ein Bungee zu suchen, aber da hinten ist die Hölle los.
Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich da durchzuschießen. Ich bewege mich mal in die Richtung einfach. Mal schauen, was passiert. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Es muss hier ein Bungee geben. Muss es ganz einfach. Da. Ich wollte ihn eigentlich nicht zerstören. Ich wollte ihn nur hinten rausschießen. Jetzt kann ich wahrscheinlich... Ja, kann ich abhacken. Wieso war mir das eigentlich sowas von klar, dass das passiert? Und ich würde gern rennen können, aber es geht ja einfach nicht. Sackgasse. Okay, es ist gleich da oben und so wie ich das sehe, muss ich den ganzen Weg zurücklaufen, um so ein bescheuertes Bungee zu kriegen. Deswegen glaube ich, schnappe ich mir nochmal einen Ghost, wenn es hier einen gibt. Ja, da gibt es noch einen. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Oh. Alles klar. Okay. Dahinter. So, dann schauen wir mal, wann und wo und ob. So geht das. Wann, wo und ob wir so ein Bungee kriegen. Mal ein bisschen ab, indem wir hier so ein bisschen rumstöbern. Hallo, du sollst nicht gegen die Wand fahren, Mann. Alles klar, hoch mit uns. Da haben wir unseren Bungee. Ich war schon so nah dort und bin noch mal den ganzen Weg zurückgelaufen. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Aber wir haben unseren Bungee und können zu unserem Ding fliegen, zu unserem nächsten Core, zu unserem nächsten Kern und ihn zerstören und damit sollten wir dann auch den Ring zerstört haben. Okay, auf zum letzten Core. War da kurz gespeichert.
Na komm. Na große Klasse. Ach, weißt du was? Manchmal geht's ohne pure Gewalt halt einfach nicht. So, einer noch, glaube ich. Einmal nachladen alles. Okay, und gleich nochmal nachladen, bitte. Alles klar. Final target neutralized. Let's get out of here. Okay, da übernimmt die Videosequenz. Let's find a ride and get to the captain. No, that'll take too long. You have a better idea? There's a teleportation grid that runs throughout Halo. That's how the monitor moves about so quickly. I learned how to tap into the grid when I was in the control center. Unfortunately, each jump requires a rather consequential expenditure of energy. Something tells me I'm not gonna like this. But I'm pretty sure I can pull it from your suit without permanently damaging your shields. Needless to say, I think we should only try this once. For immediate departure. I've got a good lock on Captain Key's CNI transponder signal. He's alive, and the implants are intact. There's some interference from the cruiser's damaged reactor. I'll bring us in as close as I can. Oh, I see. The coordinate data needs to be... Right. Sorry.